Der Fanclub wünscht noch ja, ein ja, Foto. Ja, ja, der zusammen. Fanclub wünscht ein Foto mit Niklas. So, ja, setz dich gerne hin, Katharina. Du hattest ja heute wirklich nochmal eine wilde Partie zum Abschluss, so wie wir das von dir kennen. Hätten auch nichts anderes erwartet. Und ja, du hast ja gegen Coco gespielt. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst war, aber Coco hat ja einen Sieg gebraucht für die WIM-Norm. Wusstest du das vorher? Ich habe nie gewusst. Ach, das ist ja vielleicht auch besser, dann hat man, macht man sich nicht so einen Druck, wenn man weiß, okay, meine Gegnerin, die will unbedingt gewinnen. Ja. Das heißt, du hast ja einfach gedacht, ich will heute auf jeden Fall nochmal gewinnen, denn es geht ja noch um eine sehr gute Platzierung heute. Ja. Ja. Und ja, hast ja auch eine sehr schöne Partie gespielt. Ja, ja, Spaß, ja. Also, heute habe ich auch gespielt Caro-Kann und das war andere Überraschte für dieses Turnier. Wahrscheinlich meine Gegnerin vorbereitet Sifun vor der E6, ja. Aber ja, C6 und ich dachte vielleicht meine Gegnerin ein bisschen überrascht und ich könnte etwas interessant spielen. Und hier, das ist eine Theorie, ein Teilvariant, ja, und Läufer G5, normalerweise Schwarz spielt Dame B6, ja, das Haupttheorie, aber Läufer E7 auch interessante Idee, mit Springe kommt auf E5 Felder, ja, und mit Idee C5, ja, und Hauptvariant Springe C3, aber Coco hat gespielt Springe D2, ja, und wahrscheinlich Idee war C4, aber Strategie, das war, es gibt mir die Felder D5 für Springe. Und D4 wird auch nochmal schwach. Aber Läufer schlägt H6, war keine Gefahr. Läufer schlägt A, ja, das auch, aber vorher, ja. Ja, nach Springer H6. Ah, nach Springer, ja. Also, woher ging's also denn? Ja, Turm H6, aber das ist gut für Schwarz. Und in einer Idee Turm G6 und das auch wahrscheinlich Springer C3 und Turm G6 oder Springer D7. No, ich dachte, das ist okay für Schwarz, ja. Ja, aber das kann sein. Aber also, das immer, immer der Turm die Schwachpunkte. Wird sehr lange sehr ja, schlecht ja, stehen. Ja, ist. Ja. No, aber nächste Idee war Turm G6 und ich dachte, das ist okay, ja. Aber wenn nicht, dann, ja, genau, Springe auf E5, sehr starke Figuren und danach nächste starke Felder ist D5, ja, für andere Springe, ja. Und Springe A6, also nicht jetzt Springe D7, in einer Variante dieses Zug, ja, war auch. Also, nun, Springe A6 und Rochade, hier ich kann nicht, nimmt auf H4, also Schach, ja, immer. Und wenn B5, ich habe berechnet diese Variante mit Läufer E7, ja, und wenn hier, dann Dame A3, ja, und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich besser für Weiß, ja, kann sein. Dieses Bar, ja. Ja, ja, ja. Und wenn ich habe gefunden diese Variante und wenn tauschen Springe und also ich auch habe einen Schwachpunkt auf C6, ja. Und ich dachte, okay, besser Stil, ja, zu ja. spielen. Muss spielen, ja, nicht ja, das, ja, also ich versuchte, schwer, ja, ne? Ja, 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 ich versuchte, spiel heute Stil, ja, aber nicht funktioniert, ja. Und jetzt tauschen, wenn, okay, springe G5 und jetzt, ich dachte vielleicht lange Rochade, aber dann lange Rochade, springe E4, ja, und jetzt, ich weiß nicht, aber in einer Variante immer dieses Schach, ja, kommt und danach tauschen auf E5, ja, und König auf C8 auch unter einen Angriff, ja, kann sein. Also ich spielte Turm G8, ja, danach Turm D1, Springer B5 und jetzt, ich dachte, meine Stellungen war sehr super, ja, also ja. Zwei Springer Turm auf D8 und jetzt, wenn sie spielte A4, Turm D4, Springer H4, ja, jetzt, ja, das ist anfangen etwas mit Springer F7, ja. Ja, und wir hatten geguckt, sie hätte Springer H7 auch machen können. Springer H7, meine... Springer H7 ist halt, der Springer hängt und wenn er halt nach H7 kann, kannst du erstmal nicht mehr rochieren, ne? Also in meiner Schachfantasie habe ich nie gefunden, dieses Zug. Mein Kopf, nicht so weit, ja, das, ja. Dieses Zug. Aber ja, ich habe berechnet normale Varianten, ja, mit Turn vielleicht, ja, und dann hier, wahrscheinlich hier, das ist war Idee, ja, und andere Idee mit hier und dann Matt auf G2, ja. Und das ist logische Idee, wenn, also Turn geht
G5 auch unter Angriff. Ja? Mein Springer auch, aber bei Springer auch Angriff. Ja? Und jetzt, ja, wenn Springer F7, ich auch habe gesehen dieses Zug, aber Springer H6, oder? Das ist wahrscheinlich mein König sehr entdeckt. Und hier was zu tun, ja, das ist mit. Aber gut, dadurch hast du natürlich jetzt auch die Genlinie, um vielleicht selber mal zu setzen. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, ja, Stellung gehen sehr, sehr gefährlich und ja, ich weiß nicht. Aber ich habe berechnet Turm D1 und das, okay, ich dachte hier, wenn sie tauschen, Rochade und F2 Punkte unter, ja, angreift und danach man kann man schon mal kurz bisschen, rochieren ja. Und gleichzeitig matt holen. Ja, ja. Ja, aber wenn Dame D7, Dame B4, ich habe diese Variante vorher ja, gesehen und das, okay, ich dachte, wenn sie tauschen hier und das genau, okay, alles gut, ich habe zwei Bauern, ja, vielleicht das ist nicht schlecht, wenn Springer G6 habe, gewinnen andere Bauern, ja, und in einer Variante oder A6 oder Turm D8 und vielleicht Endgame ist nur mit zwei Bauern, also sicher besser, ja. Und jetzt sie hat gespielt Dame D2. Und in einem Moment ich dachte, okay, wenn Springer C7, was denn? Aber was denn Schach? Und dann noch einmal Schach und dann, ich weiß nicht, aber in einer Variante Springer C8. Ja. Ja? Genau, und das zwei Springer unter Angriff und mein König, ja, nicht gut, ja, in der Ecke, ja. Ja, und sie hat gedacht über 25 Minuten, ja, und Zeit schon 15 Minuten bis Ende, ja, war. Nun, okay, und ich habe gedacht, über 10 Minuten und danach, okay, besser mit zwei Bauern in Endgame, also, ja, auf jeden Fall, ja, wenn spielen dieses Wahlstellungen, ja, weiter. Okay, und dann Rochade und tauschen B5 und jetzt, okay, zwei Bauern, ja, ein bisschen öffnen mein König, aber trotzdem zwei Bauern ist, ja, gut, ja. Und jetzt Turm C1, Turm C8, wahrscheinlich meine Idee war, also tauschen die Dame, ja, und jetzt Dame D6, ja, in 1 Minute, ich habe gedacht, was zu tun jetzt, ja, dass es Weißfiguren, ja, sehr aktiv sein. Und danach Dame G5 und meine Idee, neue kommen König auf die Ecke und danach, wenn zum Beispiel Turm irgendwo, ja, springe ich hier. Ja, dein und König ist jetzt sicher und du setzt ja, matt, ne? Und interessant, dass ja, das Doppelangriff und Dame habe keine gute Zug, ja, zu Stopp die Smart, ja. Ja, und jetzt, wenn Dame G5, also Probleme auch mit Springer. Springer nicht so schützen, ja, nur mit Turm, ja. Und dann Turm C3, nu, wahrscheinlich König H7, nu, also neue Prophylaxe, ja, neue Prophylaxe-Idee. Wenn Dame E5, ich glaube, gar nicht Schach, ja, und dann vielleicht ich habe diesen Zug. Also wenn da und dann matt. Ja, wenn ich gesehen diese Variante, ich dachte, nein, auf jeden Fall, ich wollte... Nur für unsere Zuschauer, ja. Dieses Matt hat sogar einen Namen, und wahrscheinlich auch für dich, Katharina, das ist das sogenannte Anastasia-Matt. Anastasia-Matt, ja, genau. Nun, ja, also mein Gegner war sehr, sehr gefährlich. Ja. Also, nun, und dann, okay, ich habe gedacht, gute Prophylaxe besser als gute Angriff, ja, ja. Und Sicherstellungen. Und dann König H7 und Dame D3 und jetzt das auch, wenn ich zum Beispiel mit Dame, ja, wahrscheinlich Läufe kommen, ja, und nun, ich weiß nicht, aber also dieses, ja, Fesselung, ja, ich weiß nicht, ja. Okay, und Turm D8 und Dame B8, B1 auch sehr guter Zug, ja, wenn hier, das ist interessant, Springer, ja, und dann hier Läufer G3 und jetzt, was zu tun jetzt, ja. Ja. Das ist auch dreimal und mein Springer auf G6, ja, das ist viele Varianten. Ist gar nicht so einfach, da die richtigen Züge zu finden. Ganz nicht so einfach, ja, in dieses Turnier, jede Partie mit angestrengt, mit viel Energie, viel Fokus, ja, und nicht so einfach. Aber das scheint ja deine Stärke zu ja, sein, das ne? Spielen Schach, das ist ein sehr harter Job, ja, das, okay, und ja, jetzt, okay, das war H4 auch andere Prophylaxis,
wegen dieses Idee Turn G3, ja, und dann Spring G6, Dame E5, ja, und jetzt, also mein letzter Berechnung war Spring G7, Dame E5, Dame E5 und Zwischenschach, ja, und jetzt, ich habe gefunden, dieses Schach nur hier, wenn hier nicht gut, also Schach, ja. Hier, das auch, ja, nicht so gut, ja, ohne Figuren, aber hier und jetzt, wenn Bauern auf H5, das ist ein Remis, ja, ein Remis, aber König H5 und jetzt alles gut, ja, mit zwei Bauern, mit Turm, ja, und das gut. Und jetzt, sie hat Schlag andere Bauern, ja, aber jetzt springe ein bisschen auf. Ja, der auf, ist jetzt irgendwo im Niemandsland. Niemandsland, ne? Ja. Und dann Turn G5. Aber auch das, ich glaube, andere Idee, wenn irgendwo Turn, ich weiß nicht, irgendwo, aber das Turn C5 und danach Turn H5 Schach und Gewinn an ja. Springe, ja. Nun, das war Stellungen mit vielen, vielen Ideen, mit ja. vielen unterschiedlichen Ideen, ja. Und okay, Turn G5, ich schütze dieses 5-Rank, ja, ja, und dann Dame E5, also meine Idee war, weiter zu Endgame, ja, weiter zu Endgame mit mehr Bauern, ne? Das ist einfacher für mich. Aber Dame C1, wahrscheinlich B4, also Springe habe keine guten Felder jetzt, ja, und Dame E5, nun, Turn F7, ich habe berechnet diese Variante mit Schach, wenn tauschen ein Dame, das ist wahrscheinlich, nun, das ist, wenn hier König E5 und dann das auch kommt zum Matt, ja, ja. Ja, und ja. So viele Mats mit Springer, ne? Mat, ja. Ja, vielleicht F3, aber okay, König F3, hab zwei Bauern, mehr Turn G2, ja, gewinn andere Bauern und nu, wahrscheinlich, dass es gewinnt, ja. Und nur E4, okay, das kommt zu forciert, ja, Mat-Idee und G3, H3 und mein D war hier Turn G2. Und sie kann es nicht verhindern, ist hübsch, ja. Das ist Turn H2 Mat. Letzte Idee, ja. So ging es dann aus, oder wie war die Partie jetzt zu Ende? Das Ende, sie hat Stopp, die... Ah, sie hat aufgegeben, dann nach Turnier 2. Ja, abgegeben, ja. Ja, das ist schön. Dann zeig nochmal kurz hier nach... Also die Partie ist geendet nach Turnier 2. Ja, das ist wirklich hübsch. Also da war wirklich viel los in der Partie. Prima. Und jetzt nur noch ganz kurz, das haben wir heute schon alle gefragt. Wie bist du zufrieden mit dem Turnier? Wie schaut die Elo-Bilanz aus? Ja, das ist zu viel gute Erfahrungen. Ja, ich zufrieden mit vielen interessanten Schachideen. Ja, ich zufrieden, dass ich zusammen mit meinem Boyfriend Samuel Weber, das ist meine große Hilfe, Sam. Dankeschön, ja, Dankeschön, mein Herz. Ja, und weitersehen zu neuen Turnieren. Ja, das. Toll. Das wäre die nächste Frage gewesen. Du bist ja eine Field-Spielerin. Was ist denn dein nächstes Turnier? Nächstes Turnier hier in Böblingen, morgen. Ja, ich spiele für DC Bank, für Frankfurt und ich bin eine Trainerin für DC Bank und ich werde spielen. Ah, es geht so. Direkt schon weiter. Ja, morgen. Direkt weiter, ja. Ich nicht stoppen meine Schacherfahrungen, das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist sehr gut, man soll schauen, dass man nicht aus dem Rhythmus kommt. Dann vielen Dank, dass du da warst. 20.30 Uhr Siege. Ja, ich komme. Wir haben es heute hinter uns. Bis später. Schön, dass du da warst. Bis später. Glückwunsch zum Sieg. Und ich sehe gerade, Lara hat Remis gespielt. Damit ist der zweite Platz für dich sicher. Oh, danke. Glückwunsch dazu. Danke, also danke. Ich bin sehr froh. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Danke. So, und jetzt machen wir.